Wunderschön ist es hier in den Gärten von Yser. Und jetzt war ich leider einmal weg, wieder in Kennerock, was ich immer gerne ja nach den Aufnahmen mache, mich um den Kram kümmern. Plunderlos werden, heilen. Ich habe meine Flüche endlich mal weggenommen. Aber dadurch bin ich jetzt per Schnellreise hergekommen und irgendwie an einer anderen Stelle, ne? Als das letzte Mal, glaube ich. Würde ganz gerne eigentlich mit dem Typen nochmal reden, mit dem wir eigentlich ja reden wollten, aber. Ich sehe schon. Hier gibt es überall Ecken und Winkel. Schwierig wird's. Okay, dann, weil ich ihn jetzt gerade nicht finde. Das war irgendwie ein anderer Haupteingang. Was? Er hier unten vielleicht, wo das Ausrufezeichen ist. Dann laufe ich da mal hin. Vielleicht bin ich ja von da gekommen. Bin ich hier von hier gekommen? Mit dir? Nee, knappe Brio war das nicht. Was ist mit ihm? Oh, wunderbar. Noch eine Sterbliche. Ich glaube nicht, dass ich... Nun, vielleicht könnte ich... Ja, natürlich. Warum nicht? Ihr dort, Staubling. Wollt ihr euch etwas von eurem glänzenden Metall verdienen? Wie heißt es noch? Ah ja, Gold. Wollt ihr etwas davon? Weil wir alle unbedingt Gold wollen. Was muss ich tun? Ich habe die Aufgabe, für die Halle der Audienzen Botschafter und Würdenträger auf ihre Audienz mit dem Hof des Sommers vorzubereiten. Im Moment gibt es vier schreckliche, ehrenwerte Lords und Ladies, die eine Audienz beim Hochkönig Titarion erbeten. Aber sie sind schwierig und müssen mit Samthandschuhen angefasst werden. Sie müssen den Brunnen in einer Art Prozession betreten. Doch jeder von ihnen hat eigene Wünsche und ich darf keinen vor den Kopf stoßen. Ja, ich helfe dir. Wunderbar. Eine Sorge weniger. Ich danke euch, Sterbliche. Die Würdenträger lustwandeln im Garten und genießen seine Freuden. Ich werde hier auf euch warten. Es wird aber wahrscheinlich etwas sein, ich offline machen werde. Aber anscheinend, wenn es einen Quest hier gibt, gibt es auch noch mehrere auf jeden Fall. Macht aber nichts. Sollen die Leute ruhig kommen mit ihren Problemen? Ich helfe gerne, bin ja für alle immer gut. Wo geht's hier rum? Ne? Das ist ja interessant hier. Es flüstert hier so, es rauscht hier so in den Gärten. Du gehst ja auch so deines Weges spazieren. Nanu. Aha. Aha. Wo sind wir denn hier? Ist das nur ein anderer Winkel, ein anderer Teil? Nicht so schüchtern. Bin ich doch, obwohl in Wirklichkeit bin ich sehr schüchtern teilweise auch. Wie bin ich hierher gekommen? Kommt drauf an. Aber anscheinend geht's denen hier ganz gut. Der Krieg ist da draußen, meine Liebe. Ja, ich weiß gerade gar nicht. Boah, das ist ja riesig hier. Das ist ja der Hammer. Okay. Ich weiß nicht, von wo ich gekommen bin. Das letzte Mal. Himmel. Okay, vielleicht muss ich mir mal irgendwelche Orientierungspunkte merken. Aber das war auch nicht diese Stadt. Also dieser Baum hier mit den gigantisch großen Gesichterwurzeln. Was hängt denn da oben auf den Ästen? Voll so kleine Wichtdinger, keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Hier sollen wir ja hin. Dann gehe ich hier hin. Zum Brunnen. Hi. Hier bin ich. Huhu. Ach, ist das schön hier. Platsch, platsch, platsch. Fordert mich nicht heraus. Mach ich nicht. Lasst euch alle in Ruhe. Hof des Sommers. Wow. Hochkönig Titarion erwartet euch. Legt den Kodex bitte vor ihm nieder, dann wird er euch alles weitere erklären. Okay, alles klar. Kodex platzieren. Empfangen im Chaos, geboren in gestohlener Magie, zerrissen vom Schicksal, Kind zweier Väter,
Verrat über Verrat. Der Winter zerbrach. Der Marionettenkönig auf seinem Thron umschmeichelt und belogen. Die Macht, die in ihm wächst, ist nicht seine eigene. Es begann im Osten und dort endet es auch. Ihre Schreie von jenseits des Schleiers. Wahnsinn und Raserei. Wahnsinn und Raserei. Uns ist bewusst, dass es verwirrend für euch sein muss. Genau wie die Feien kann auch das Schicksal nicht verändert werden. Aber die Tuatha sind Feien, die zu etwas Neuem geworden sind. Und ihr seid eine Sterbliche, die aus dem Gewebe des Schicksals befreit wurde. Gadflo behauptet, die Tuatha seien das Werk seines neuen Gottes. Aber wenn die Tuatha die Schöpfung eines Gottes sind, was seid dann ihr? Boah, wenn diese Sequenzen im Moment kommen und das mit dem Hauptquest gerade weitergeht, dann bin ich voll geflasht im Moment. So irgendwie bin ich natürlich nach 32 Part Nebenquestkram machen irgendwie voll drauf eingestellt. Und jetzt ist das alles so cool und so spannend auf einmal. Welches Schicksal fürchtet ihr? Die Zeit der Feien läuft ab. Unser Land und unsere Seelen schwinden dahin. Und nur wenigen Feien ist überhaupt bewusst, dass sich der große Kreislauf verändert hat. Gadflos Krieg bedeutet für uns alle den Tod. Für die Feien ebenso wie für die Sterblichen. Es steht im Gewebe geschrieben, dass wir alle diese Welt gemeinsam verlassen werden. Für uns ist es zu spät, für euch hingegen nicht. Dies ist das Schicksal, von dem ich hoffe, dass ihr es ändern könnt. Ich bin etwas Neues. Bin etwas Neues? Keine Ahnung. Die Macht eines Gottes in den Händen einer unbesonnenen Sterblichen. Das ist der Grund, warum Nyralim fürchtet, zu was ihr werden könntet. Dieses Zeitalter hat zahlreiche Veränderungen gesehen. Veränderungen, die wir einst für unmöglich hielten. Wir haben uns geirrt. Was bedeutet es? Ihr seid mit der Macht im Osten verflochten. Daran besteht kein Zweifel. Eure Energie reicht bis nach Alabastra zurück. Wir wissen nicht, was geschehen wird, wenn ihr dorthin geht. Aber wir wissen, dass die Macht hinter Gadflo euer endgültiges Ziel sein wird. Sein Gott ist eure Antwort und das Schicksal dieser Welt. Ich mache es. Ich danke euch. Und vielleicht könnt ihr außerdem mithelfen, das Schicksal unserer Welt zu ändern. Ich habe jene gesehen, die dazu bestimmt waren, Helden zu sein. Denen große Taten wie von allein zuflogen. Sie kommen. Sie handeln und sie verschwinden, so wie es geschrieben steht. Ihr hingegen bewirkt Großes nicht, weil ihr es müsst, sondern weil ihr euch dafür entscheidet. Und das ist eine weitaus wahrhaftigere Größe. Ihr könnt mich nicht dazu zwingen. Ich werde Gadflo aufhalten. Der Krieg ist nicht mein Problem. Das ist bewundernswert. Doch Willensstärke allein wird euch nicht reichen. Ihr mögt vom Schicksal befreit sein, doch ihr seid nicht vor dem Tod gefeit. Sprecht mit euren Verbündeten. Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr darauf hoffen, die Kräfte, denen ihr euch gegenüber seht, zu überwinden. Boah, was? Du bist wahrhaft ein unbeschriebenes Blatt, imstande dein Schicksal selbst zu bestimmen, wie von Hochkönig Titarion selbst bezeugt und verkündet. Toll! Neue Schicksalswendung erhalten. Uhu. Okay, weg damit. Schön. Schicksalstrank, der Hof des Sommers, Gadflo. Es ist eine gewaltige Tragödie, dass unser Sturz durch einen der unseren herbeigeführt wird. Täuscht euch nicht. Gadflo ist der Vorbote des Endes meiner Art. Dadurch, dass ihr ihn und seine Armee bekämpft, werdet ihr unser Schicksal besiegeln.
Es ist eine tragische Wahrheit. Doch wir vergeben euch. Es kann natürlich gut sein, dass Gutflo an diesem Hof des Sommers das ist, was die Maid von Windermere beim Haus der Balladen ist. Und die müssen wir auch noch besiegen. Von daher ist das ja, ja, wird nicht einfach, nehme ich mal an. Aber vielleicht kommen wir schon mal so weit wie mit der Maid. Kommen wir so weit wie mit der Maid, ne? Das reimt sich auch schön. Hier, Quest, jetzt haben wir hier Verschiedenes, alles klar. Oh Gott, oh Gott. Okay, mit Agaz sprechen, das werden wir wohl als nächstes auch mal tun. Oh, die Musik ist so geil gerade. Es ist voll schön hier. Ich mag gar nicht sprechen. Muss ich das denn? Ist so toll. Da ist er, der Agaz. Ich habe nicht einmal die Hälfte dessen, was der König gesagt hat, verstanden. Aber es klingt, als hättet ihr einiges... Oh ja, das glaube ich auch. Ein Glück, dass ihr dabei nicht allein seid. Um genau zu sein, habe ich vermutlich eine Spur gefunden, die uns zu einem alten Freund von euch führt. Echt? Welcher alte Freund? Der alte Fomorus Jus natürlich. Wenn uns irgendjemand helfen kann, dann doch wohl der Gnom, der euch ins Leben zurückgeholt cool. hat. Ich habe ein wenig herumgefragt und konnte Kontakt mit seinem Vorgesetzten aufnehmen. Er denkt, er könnte uns helfen, Jus zu finden. Das wäre schön. Genau, aber der ist doch tot. Nein, er ist ein gerissener Kerl. Wenn er diesen Attentätern im Labor entkommen ist, wie ihr es gesagt habt, dann bin ich mir sicher, dass er sich ein neues Versteck gesucht hat. Und wenn irgendjemand wissen könnte, wo er Zuflucht suchen würde, dann ist es der Templer, der seine Arbeit unterstützt hat. Sein Name ist Octien. Geht nach Südosten, in die Brachlande. Templer Octien wird dort auf euch warten, um zu besprechen, wie ihr Jus finden könnt. Vielleicht hätte ich nicht gleich sagen sollen, der ist doch tot. Vielleicht hat er überlebt, genau. Nicht so pessimistisch sein. Wo ist Templer Octien? Ihr seid nicht die Einzige, die auf der Suche nach Jus ist. Octien hat seine Spur bis in die Brachlande der Tyris verfolgt. Ihr solltet euch mit ihm unterhalten. Okay. Cool, und dann soll ich ja mit ihr auch nochmal reden. Wer hätte gedacht, dass ihr derart interessant sein könntet? Der Tod scheint euch ausgesprochen gut bekommen zu sein. Agard sucht nach einem Ausweg, Nyralim nach einem Retter und Titarion nach einem Champion. Und irgendwie gebt ihr jedem von ihnen, was sie brauchen. Ich bin beeindruckt. Ja, ich gebe mir Mühe, ich kann jede Hilfe gebrauchen, genug von der Vergangenheit. Ihr habt recht, es wird alles andere als leicht werden. Die Tuata belagern unsere Truppen in Melsenshir und ihre Macht hat über die Jahre noch zugenommen. Ihr werdet mehr Hilfe brauchen als meine und die des alten Schicksalswebers. Ihr braucht eine Armee. Gibt es keinen anderen Weg? Wie kommen wir zu Gutflo? Vor ein paar Jahren hätte ein einzelner Krieger noch unbemerkt hineinschlüpfen können. Aber Verstohlenheit ist keine Option mehr. Nicht einmal für mich. Es gibt jedoch noch Hoffnung. In den Eratel-Ebenen wartet eine Spielerin, die sich schon viel zu lange nicht mehr an diesem Spiel beteiligt hat. Es wird Zeit, Kontakt mit General Telera aufzunehmen. Trefft euch in dem Dorf Emaire mit mir. Dort werde ich euch alles erzählen. Alles klar, mache ich. Macht euch auf den Weg. Mhm. Okay, gut, ich weiß schon wieder gar nicht, was ich als nächstes machen soll. Ach, das ist alles so spannend irgendwie, langsam hier, das gibt's ja gar nicht. Das was ist denn? Nichts, ich erzähle nur. Ich wollte ja nur sagen, dass es total spannend ist und das ist es doch. Jetzt gehen wir wieder in die Gärten zurück und da haben wir auch noch längst eigentlich nicht alles erkundet. Aber ich mag auch natürlich nicht immer nur... sabbeln mit den Leuten. Aber es ist so schön hier und ich will es mit euch zusammen genießen. Ach, toll. Hier waren wir zuletzt. Hallo. Ja! Willkommen. An der Stelle war ich zuletzt. Ja? Wie kann ich euch helfen, Kind des Staubs? Kind des Staubs. Fallobstviertel. Was denn hier? Ja, ich hatte ihn einmal angequatscht schon, deswegen ist ich weiß nicht, ich dachte erst, es wäre ein Händler, weil er irgendwas von Fallobst gequatscht hat und jetzt können wir ihn danach fragen. Es ist ein besonderes Viertel, das den jungen Völkern vorbehalten ist. Eine Zuflucht, wenn ihr so wollt. Wir bitten euch, es zu eurem eigenen Schutz nicht zu verlassen. Keine Sorge, das Fallobstviertel bietet sämtliche Annehmlichkeiten, die Sterbliche brauchen. Händler, eine Schmiede und eine Taverne für die Abendgestaltung. Also alles. Mhm.
Jedes Lebewesen unserer Welt ist Teil einer Kette von Tod und Wiedergeburt. Sogar die Feien. Wenn wir allerdings in den Fluss unseres großen Kreislaufs eingehen, kehren wir zurück. Lebt wohl. Sie hat so gebrannt am Rücken, aber das war wohl durch den Bogen. Ich dachte schon, ich habe eine falsche Waffe ausgerüstet. Ein schöner Abend. Ja, finde ich auch. Vor allem hier in den Gärten. Die sind so schön hier. Ihr macht das alles so schön. Warum kann ich nicht hier eigentlich ein Haus haben? Ich möchte hier gerne ein Häuschen haben. So, und hier haben wir, wie es aussieht, so Läden und alles Mögliche. Aber das ist ja dann hier jetzt eigentlich von den Feinen. Das ist ja das Tolle hier, dass es von den Feinen alles ist. Wir sind ja nicht im Menschendorf. Kann ich mal mit dir reden? Muss ich hier? Ach so, muss ich rum. Ich hoffe, ihr seid wegen des Auftrags hier. Die Nachfrage ist größer als je zuvor. Ich bin einfach viel zu beschäftigt, um mich noch um etwas anderes kümmern zu können. Ja, was macht ihr denn? Ich mache ein Vermögen. Diese Besucher kommen hier mit obszönen Mengen an Gold oder Schätzen an. Und sie haben nichts dagegen, sich davon zu trennen. Mein Plan war brillant. Ich habe eine Klinge erschaffen. Eine Feinklinge natürlich, die sie glaubhaft wirken lässt. Etwas, das jeder von ihnen braucht. Zumindest ist das alles, was sie interessiert. Feinandenken. Ich habe sie das Ehrenmesser genannt. Um die Wahrheit zu sagen, es ist stumpf wie ein Stecken. Dafür aber leicht herzustellen. Hört zu. Wenn ihr die Werkstoffe findet und diese Dinger herstellt, bezahle ich euch gutes Geld dafür. Ja. Fabelhaft. Einfach fabelhaft. Ihr erkennt ein gutes Geschäft, wenn ihr es seht. Es gibt in Ysa nicht besonders viele Leute wie euch. Und die Feien verwenden nicht einmal Geld. Könnt ihr euch das vorstellen? Sobald ihr ein paar Ehrenmesser geschmiedet habt, bringt sie zu mir. Und ich werde euch dann angemessen entlohnen. Okay. Wo finde ich denn Werkstoffe? Es müsste in der Stadt reichlich Werkstoffe geben. Für Kreaturen ohne jedes Interesse an Besitz sind sie ziemlich gut darin, gewaltige Mengen an Plunder anzusammeln. Das stimmt. Lasst mich nicht zu lange warten. Nein. Mach dir deinen ganzen Kram kaputt und dann hau ich natürlich ab. So, wo geht's denn hier als nächstes eigentlich hin, dass man mal so ein bisschen... Nee, ich glaube, ich muss mal questmäßig hier was aussuchen, oder? Nö, ist sogar noch. Der gnomenälteste Templer Octien ist im Besitz oder Großgeneral. Was kümmern wir uns denn mal hier? Ja, kümmern wir uns mal hier weiter drum. Aber wo muss ich denn dann hin? Bin ich dann hier im Ort richtig? Ah, ich muss hier hin. Mache ich mal einen Wegpunkt hin? Geht das? Zum Siede soll ich ja auch. Zack, komm. Hier, so ein Wegpunkt. 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 Das ist aber auch hier mit dem Controller manchmal nicht so einfach. Oh. Dann nicht. Den gelben Kreis finde ich wohl auch so. Puh. So, und laufe ich da mal hin, dann sind wir nämlich schon mal beim Siede. Und durch diese kleinen Nebenquests haben wir... Die Taverne ist immer geöffnet. Ja, noch ein bisschen weiter hier. Guten Abend. Guten Abend. Sehr freundlich. Sie sind wenigstens nicht ganz so unhöflich. So, dann gehen wir da mal hin. Oder eher raus, anscheinend. Oder? Es ist einfach nur wieder ein anderer Bereich. Der Siede. Ne, hier waren wir noch nicht. Aber komme ich da nicht raus? Bin ich jetzt nicht raus gelaufen? Wo soll ich hin? Soll ich hier irgendwo in der Umgebung hin oder wo soll ich jetzt hin? Hier soll ich hin. So, da setze ich mal einen Wegpunkt. Denn das ist ja anscheinend eine etwas längere Reise, aber waren wir jetzt hier schon? Ja, klar. Oder? Bin ich verwirrt. Ja, wir waren hier, wir sind halt wieder in der Welten, auf der normalen Weltkarte quasi. Und ich laufe jetzt hier mal querfeld ein. In der Hoffnung, dass ich es wieder richtig mache. So. Zum Siede, denn irgendwann müssen wir da sowieso hin und dann mache ich das lieber jetzt schnell. Erledigt ist ja immer erledigt und so kommen wir immer hauptquestmäßig ein Stückchen weiter. Lasst mich bitte in Ruhe, Leute. Mann, lasst mich doch einfach in Ruhe.
Nee, lasst mich in Ruhe. Keine Lust auf euch. Oh Mann, jetzt komme ich hier nicht weg. Oh, scheiße. Oh. So. Dann eben doch den Weg an den Feinden vorbei. Ich versuche es immer zu vermeiden, so dusselige Nebenkämpfe hier gerade. Laufen, 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 laufen. Anscheinend war ich hier auch schon mal. So. Hier. Hier bin ich richtig. Oh, hier waren wir noch nicht, oder? Nein, hier waren wir definitiv noch nicht. Wo geht's denn jetzt hier hin? All sehr rund. Oh, voll die Wüstenlandschaft hier. Schaut euch das an. Krass. Erst die Gärten und jetzt das hier. Es wird interessant, echt. Krass. Ich laufe mal hier zum Singstein. Nee, das ist gar keiner. Rüste dich für deine Wo bist Tour. Du? Mhm. Irgendwie neue, andersartige Feinde. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Voll komisch, hier auf einmal so in der Wüste rumzulaufen. Das macht das Ganze natürlich interessant auch gerade. Ich laufe mal schnell dran vorbei. Da wir hier noch nicht waren, kann ich natürlich auch keine Schnellreise benutzen. Wie weit ist denn das? Wo ich hin soll? Ist aber sehr weit. Muss ich jetzt hier das so voll umrunden erstmal? Das ist natürlich toll. Ja, ich glaube, das bringt nichts. Auf den Boden mit dir, mein Lieber. So. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt hier eine Runde laufe, genau, ich hier einmal so rumkomme. Hier ist so ein Tor. Das beachte ich mal eben kurz nicht, weil ich soll ja hier lang laufen. In der Hoffnung, dass ich da auch irgendwann mal hinkomme. Wir folgen definitiv gerade dem Hauptquest. Ich merke schon, es wird alles voll riesig hier auf einmal. Brachlande. Okay. Hi. Fehlt nur noch, dass eine Zeitung vorbei weht. So leer ist es hier gerade. Huch. Ist aber anscheinend freundlich hier. Vorposten des was? Mortus Blablups. Okay. Erstaunlich, dass die Feien in einer so warmen... Ja, voll warm hier und so. Und ich sehe schon, dass hier Quests auf mich zukommen. Und ich sehe, dass ich hier ein Zuhause finden kann. Leute, wo führt ihr mich gerade hin? Werde ich das in diesem Part überhaupt noch finden? Ja, werde ich. Da vorne ist es. Aber ich muss dafür nach oben? Oder wo muss ich dafür hin? Boah, krass. Das ist doch mal ein Eindruck hier über die letzten zwei Parts gewesen. Höhlenblab. Was ist das für ein Vieh? Ich glaube, ich habe ein Problem. Lasst mich. Okay, gut. Die sind ein bisschen stärker hier, die Gegner.
Ja. Gute Up-Level-Feinde. Ach komm. Du bist doch wohl tot jetzt, ja. Nicht ohne die Viecher. Edelweiß, schön. Dank auch. Wenn ich jetzt wenigstens nochmal dahin kommen könnte, wo ich eigentlich hin wollte, das wäre prima. Aber anscheinend muss ich dafür hier den Berg hochgehen. Schwierig gerade. Nein! Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.